stronger than time. My first recollection of the G-Class was Jackie Ickx winning the Paris-Dakar rally in 1983. Also für mich ist die G-Klasse ein einzigartiges Fahrzeug. Egal wo man hinkommt, die G-Klasse erregt immer Aufsehen. Die G-Klasse war für mich immer schon da. Der Anspruch an die neue G-Klasse ist klar. Da, wo G draufsteht, muss auch G drin sein. Und das bedeutet, die G-Klasse ist heute erstens klarer Benchmark im Offroad. Das muss sie auch bleiben, beziehungsweise noch etwas draufsetzen. Zweitens, die G-Klasse als Ikone steht mit ihrer äußeren Form für Ecken und Kanten. Die wollen wir natürlich erhalten. Und drittens, wir wollen im Komfort deutlich zulegen. Und das bedeutet Komfort im Auto und zum Zweiten Komfort beim Fahren. Wir haben die G-Klasse immer schon weiterentwickelt, von Beginn an. Jetzt nach 38 oder fast 39 Jahren war es an der Zeit, mal einen etwas größeren Eingriff vorzunehmen, um das Fahrzeug auch weiterhin noch zukunftsfähig zu machen und den Kunden- und Marktbedürfnissen gerecht zu werden. Some people ask me how we get some of the different requirements that those markets have. We take the ingredients that we already had, we simply make them better, and we're pretty confident that the markets will be pleased with that. Well, certainly our customers will expect a lot of power. They expect to be able to go anywhere in their G-Class. They also expect that new G-Class is going to be exactly how they want it. It's going to be the color they want, the wheels they want, the expression they want on the exterior and the interior. And we're going to be able to just deliver that, so they'll be very happy. Der russische Kunde erwartet, dass die G-Klasse eben die G-Klasse bleibt, also im Äußeren und auch im Gelände. Die neue G-Klasse bleibt eine G-Klasse, nur besser. A brand with over 30 years of history, of course, it's a big responsibility to redesign the G-Class. When we started the project, of course, we had to talk to our designers that they have to be really careful with it because the G is the G, and I believe we cannot fundamentally change it. We have to keep the original DNA and character of this car. We just need to bring it into a new generation by make it more clean, more contemporary, and of course, change the proportion to become the next G-Class. So definitely we didn't want to completely change it, so we kept the character of the car. But as soon as you approach the car, then you see that we actually changed everything. The dashboard is completely new. We have a simple base form on the dashboard and a powerful dome in the middle, and this is a backbone for the car. And we have some latest innovations in this car, like the UI with a white screen in the middle. Da es sich bei der G-Klasse um die Ikone im Konzern handelt, war klar, dass wir uns mit respektvoller Behutsamkeit an die Neuentwicklung ranwagen, aber auch sicher mit Mut, Entscheidungen zu treffen und dem Kunden auch entsprechenden Mehrwert und Kundennutzen zu generieren. Die größten Veränderungen an der G-Klasse war sicher die Umkonstruktion der Vorderachse und der Lenkung, um dem Kunden nochmal deutlich mehr Onroad-Performance in den Fahreigenschaften mitzugeben. Weiter haben wir den Rohbau und den Leiterrahmen stark angepasst, um den hohen passiven Sicherheitszielen gerecht zu werden. Und wir haben den Triebstrang nochmal komplett überarbeitet, um auch in Themen der Antriebsstrangeffizienz und Traktion nochmal ein deutliches Plus mitzugeben.
Wir haben die jetzigen Möglichkeiten, glaube ich, sehr gut ausgeschöpft. Da muss man behutsam vorgehen, damit der Klassiker bleibt. Aber dennoch war es die oberste Prämisse, dem Kunden deutlich mehr zu geben. Und das haben wir sehr gut erreicht. In order to ensure a real on-road performance also within our G-Class, we developed a completely new power, called it AMG SpeedShift Plus 9 G-Tronic. We have an engine in the G-Class that offers even more power than the one you're used to right now. So we have a full package that ensures the performance on-road. Well, the biggest challenge in the development was surely to keep a G-Class a G-Class, but bring the drivetrain technology as well as the technology itself to the next level within this segment. The Mercedes-AMG G-Class will stay top of the line model, offering a maximum in terms of performance as well as lifestyle. I am personally looking forward to the first smile I will see on the face of our customers or journalists when they see the car for the very, very first time and of course drive it. Also aus meiner Sicht ist in der Fertigung vieles ganz besonders. Das beginnt, wie das Fahrzeug zusammengebaut wird. Der große Anteil an Handarbeit und die Komplexität, die wir hier auch den Kunden bieten können, weil wir in Handarbeit die Fahrzeuge herstellen. Das Herzblut, die Motivation jedes Einzelnen, hier tagtäglich das Beste zu geben und hinter dem Fahrzeug zu stehen, das ist spürbar und darauf ist man hier sehr, sehr stolz in Graz. Wir haben auch einen gemeinsamen Slogan vor Jahren kreiert, wir sind G-Klasse. Wir stehen hinter diesem Fahrzeug, hinter dem Produkt als ein gemeinsames großes Team. Das ist sie, unsere neue G-Klasse. So frisch vom Band, es fehlt eigentlich nur noch der Stern. Das kantige Design des Geländewagens bleibt erhalten. Die G-Klasse bleibt mit ihrem äußeren Erscheinungsbild eine Ikone. Zur G-Klasse gehören eben auch die Geländeeigenschaften. Das sehen wir vorne an den Stoßfängern, wenn es um Böschungswinkel geht, genauso wie die Bodenfreiheit. Aber auch das Fahrwerk ist absolut bemerkenswert. Wir haben eine Einzelradaufhängung an der Vorderachse, 5-Lenker-Hinterachse, die uns sowohl im Gelände wie auch auf der Straße erheblich mehr Komfort bietet. Und wenn es um Komfort geht, glaube ich, lohnt sich auch der Blick nach innen. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, im Fahrzeug sieht man gleich, wir haben das Interieur komplett überarbeitet. Wir setzen neue Materialien ein und haben zugleich die ikonischen Elemente der G-Klasse im Interieur erhalten, wie den Haltegriff oder unsere drei Differentialsperrenschalter. Wenn man hier drin sitzt, merkt man es auch gleich, wir haben viel mehr Platz im Fahrzeug. Hier vorne und genauso auf den hinteren Plätzen. Und auch die Sitze sind komplett neu für unser Fahrzeug und bieten sehr viel Komfort. Es gibt aber noch eine Sache, die ich auf jeden Fall noch gerne zeigen möchte, die uns hier in Graz ganz besonders wichtig war. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. Die G-Klasse ist stärker. Ist stärker. Ist stronger. Stronger. Ist stärker. Stärker als die Zeit. Jeder Trend. Than ever. Als Stahl. Than Shuttle. Than any other SUV design in the world. Als die Zeit. The new G-Class. Stronger than time.